immer noch nicht gelesen. Ja. So, ihr Lieben, ich bin startklar. Laptop ist dabei, Kopfhörer sind drin. Ich habe das Video aus August 2017 am Start und es ist wieder Zeit für die Rache des Sub. Ja, 3 Jahre alte Videos anschauen ist immer wieder lustig. Ja, gut. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie viele Bücher im August 2017 bei mir eingezogen sind und wie viele da jetzt noch 3 Jahre später auf meinem Sub liegen. Ich hoffe nicht zu viele. Ihr habt Spaß an dem Format, ich irgendwie auch. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich hoffe, es wird nicht allzu peinlich. Die letzte Rache des Subs ist ja ganz gut für mich verlaufen, muss ich sagen. Hoffen wir mal, dass es mit dem August auch so läuft. Dann lege ich doch mal los. Ah, der August war natürlich der Monat, bevor ich ins Sabbatical gegangen bin. Das heißt, 4 Monate habe ich dann kaum Bücher gekauft. Vielleicht muss ich das zusammenfassen. Muss ich mal schauen. Und im August könnte es natürlich sein, dass ich Kindle-mäßig noch ein bisschen ausgerastet bin. Das könnte dann richtig gefährlich werden. Ich glaube, ich habe kaum physische Bücher gekauft, weil ich sie eben ja nicht auf Reisen mitnehmen konnte. Aber schauen wir mal. Ich erinnere mich nicht, was ich vor meinem Australien-Neuseeland-Trip gekauft habe. Ich war 2-mal mit der Bahn unterwegs und 2-mal am Mängelexemplarstand, erzähle ich hier gerade, und das ist gefährlich. Ja, da haben wir schon das erste Buch. Markus Heitz, Ära, die Rückkehr der Götter. Super, das klingt so spannend und ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich habe ein anderes Buch von Markus Heitz dann im Sabbatical gehört, aber darum soll es ja nicht gehen. Es soll um Ära gehen und das werde ich dann gleich mal holen, um es euch am Ende zu zeigen, denn es ist noch hier in meinem Schrank. Ja, der Untertitel sagt schon, die Götter, also aus allen Weltreligionen wohl, kommen zurück auf die Erde. Und was dann passiert, keine Ahnung. Das klingt total spannend, das ist auch kein dünnes Buch, aber ist halt noch ungelesen, ne? Ja, auch dieses Buch ist noch auf dem Sub. Und von diesen Mängelexemplaren, also die Mängelexemplare, die killen halt einfach, weil das sind interessante Bücher. Immer wenn es Sterne regnet, von Susanna Ernst, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist einfach wunderschön, zeige ich euch gleich. Dann kann ich auch im Klappentext nochmal nachlesen, worum es geht. Ist noch auf dem Sub. Ja, es war irgendwie der Monat der roten Bücher. Ich habe echt ein bisschen Angst, was da jetzt noch alles kommt, ne? Aber es ist auch nie aussortiert worden. Von daher interessiert es mich irgendwie immer noch und ich finde es so schön. Aber ich habe es immer noch nicht gelesen. Ja. Das nächste Buch ist ein Kindle-Buch und Halleluja, das habe ich gelesen. Das war eine Empfehlung von einer Followerin oder Leserin, ich weiß es gar nicht mehr. Die Gedankenleser von Dima Seels. Das ist auch eine Reihe und ehrlich, ich weiß, dass ich gelesen habe und ich fand das auch gut, aber ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging, außer Leute, die Gedanken lesen. Aber ich höre mir mal kurz selber zu, vielleicht erzähle ich es gerade. Das Buch hatte übrigens nichts gekostet, denn es war für lau, für den Kindle. Und ja, aber ich habe es gelesen. Ich erzähle auch nicht großartig drüber, sondern nur, dass es um Gedankenleser geht. Was dann genau passiert, weiß ich nicht mehr. Aber weiter zum nächsten Buch. Immerhin eins, was ich schon gelesen habe. Ich habe einen weiteren Harry Potter Band gekauft. Das ist der 5. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich habe aber jetzt gerade kürzlich den 4. Band rereadet mit Carly und Ruth. Und mit den beiden werde ich auch beim 5. Band weiterlesen. Wahrscheinlich so im Herbst, Winter. Also, das ist zwar noch auf dem Sub, aber ich bin da dran und das wird auf jeden Fall gelesen, denn ich liebe die Harry Potter Rereads. Es ist so toll, nach 15 Jahren diese Geschichte nochmal zu lesen und alles, was man vergessen hat und in den Filmen nicht vorkommt, wieder neu zu entdecken. Und ja, da freue ich mich drauf. Oh Gott, jetzt kommt noch ein Kindle-Buch, weil ich wieder was geschenkt bekommen habe. Alle paar Monate kriegt man das, wenn man ein Kindle hat, dass man aus 3 Büchern was aussuchen kann. Es sind immer verschiedene Genres. Und mal gucken, was ich mir da ausgesucht habe und ob ich das jemals gelesen habe. Bernadette Calonego, Die Bucht des Schweigens. Sieht nach einem Thriller aus, habe ich noch nicht gelesen. Oh, der August ist ja super. Schön, dass ich erst dachte, ich hätte nicht so viel Neuzugänge, weil ich ja dann 4 Monate im Urlaub war. Ja, offenbar bin ich nochmal ausgerastet. Okay, ich habe ein Handlettering-Buch mir gekauft. Das ist aber jetzt nicht wirklich was zum Durchlesen. Das habe ich noch. Ich habe damit auch gearbeitet. Handlettering Watercolor. Ich habe ein bisschen Aquarell gemacht. Ich habe ja dann auch noch meinen Handlettering-Kurs gemacht und mir so ein bisschen was angeeignet. Ich habe das jetzt nicht von vorne bis hinten durchgelesen, aber das würde ich jetzt mal als vom Sub befreit nehmen. Das war ein Neuzugang, aber jetzt nicht direkt im Buch, was ich lesen muss. Ein Glück. Das ist übrigens von Megan Berry und die wollte ich einfach unterstützen, weil die einen ganz tollen Instagram-Account haben, ein ganz tolles Business aufgebaut haben mit ihren Kursen zum Lettering und Aquarellmalerei oder Watercoloring oder wie man es nennt. Und die bringen auch demnächst ein neues tolles Buch raus und ich mache es ja nicht, ne? Aber die Bücher sind so schön. Ja, ganz gefährlich, aber ja, gut. Von Ethan Cross habe ich mir die Reihenfortsetzung Ich bin der Zorn geholt und das habe ich meiner Meinung nach auch gelesen. Ich habe die Reihe dann nicht mehr fortgesetzt, aber
Ich habe es gelesen, bin ich der Meinung. Das war ein Kindle-Deal. Also Mängelexemplarkisten und Kindle-Deals. Die haben mir immer das Genick gebrochen. Okay, Schwesternmord von Tess Gerritsen. Da müsste ich mal schauen, welcher Band das ist. Ob ich den gelesen habe, wie weit ich da bin oder ob das was auf dem Kindle ist. Aber eigentlich habe ich immer die Folgebände. Ich habe ja einen von Ruth zugeschickt bekommen, den ich als nächstes lesen müsste. Und dann habe ich Schwesternmord, glaube ich, gelesen. Aber das weiß ich nicht. Das blende ich euch jetzt hier mal ein. Das muss ich recherchieren. Oder ich kann das ja mal kurz bei Goodreads machen. Sekunde. Ja, Glück gehabt, das war der vierte Teil der Rizzoli in 1-Reihe. Habe ich auf jeden Fall schon gelesen, weil ich glaube, den achten habe ich jetzt hier. Und da hänge ich quasi. Also das hat gut geklappt. Ich habe aber eben schon gehört, es kommen noch 3 Rezi-Exemplare. Wobei, die Rezi-Exemplare aus 2017, die habe ich eigentlich alle gelesen. Also da dürfte nichts mehr auf dem Sub sein. Stefanie Quitterer, Hausbesuche, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte, habe ich gelesen, dann in 2018, am Anfang des Jahres, weil die Bücher habe ich natürlich nicht mitgenommen. Die Rezi-Exemplare sollten auch noch gar nicht so früh kommen, aber egal, fand ich gut. Das ist eine, ich glaube, sie ist Journalistin, die dann in der Elternzeit ist und ihr ist langweilig und sie will ihre Nachbarschaft kennenlernen und backt wirklich 200 Kuchen, schreibt einen Blog darüber und lernt so die Nachbarn kennen. Das fand ich ganz witzig, war sehr interessant, über die Menschen was zu erfahren und wie die Autorin selber auch in Schubladen denkt und das dann selber für sie so aufgebrochen wird, wenn sie die Nachbarn erstmal richtig kennenlernt. Das war ganz schön. New York, der Fashion und Lifestyle Guide. Das ist mehr so ein Coffee Table Book. Das habe ich auch durchgelesen sogar. Da sind schöne Zeichnungen drin über New York von einer ganz tollen Illustratorin. Und das, da gibt es auch eine Einzelrezi zu. Ich verlinke euch sowieso alle Bücher unten in der Infobox und auch sofern es eine Rezi gibt, dann noch das passende Video, wenn euch das näher interessiert. New York zu verschenken, noch ein New York Buch von Anna Pfeffer, das habe ich auch gelesen, fand ich leider gar nicht gut. Das ist ein Chat-Roman, ich weiß nicht mehr genau, wie die beiden zueinander standen, aber sie lernen sich nur über den Chat kennen und ich hatte, ach genau, ich höre gerade parallel, was ich mir so erzähle. Er hat ein Ticket nach New York zu verschenken, weil seine Freundin ihn irgendwie verlassen hat oder so. Und er sucht jemanden mit genau dem identischen Namen. Wir wissen alle, so funktioniert das nicht mit Flugtickets, aber das ist eine andere Sache. Sucht jemanden mit identischen Namen und mit der er nach New York reisen kann. Und ich hatte die Hoffnung, dass sie eben auch nach New York reisen. Das tun sie allerdings erst am Ende. Und dieser Chat, also ich fand beide Protagonisten nicht sonderlich sympathisch. Es war so ein bisschen eine nervige Teenie-Geschichte und es geht so hin und her. Es war nicht sonderlich tiefgreifend und es versucht aber tiefgreifend zu sein. So hatte ich zumindest das Empfinden und das ist auch wieder ausgezogen. Schönes Buch, hübsches, niedliches, lustiges Cover, aber die Story war nicht meins. Ja, dann hole ich doch mal die Bücher, die noch hier rumsuppen. Ja, die Bucht des Schweigens, ich habe gerade mal den Kindle geholt, ist gar nicht mehr auf meinem Kindle-Sub. Ich habe auch da mal aussortiert, das müsste ich mal wieder machen. Genauso wie im physischen Sub, auch wenn natürlich das keinen Platz wegnimmt und trotzdem liegt es da rum und belastet mich irgendwie. Also die Bucht des Schweigens, ich hatte nämlich gerade schon überlegt, das wäre tatsächlich als physisches Buch eins gewesen, was ich wahrscheinlich irgendwann wieder aussortiert hätte, habe ich sogar elektronisch aussortiert. Wow. Demnach sind es nur 3 Bücher, die noch auf meinem Sub sind nach 3 Jahren. Und ich hatte eine leichte Rotphase und keins davon ist gelesen. Also hier haben wir Markus Heitz Ära. Wie ihr seht, der Beweis, es ist noch hier. Und auch dieses sehr, sehr schöne Buch Susanna Ernst. Immer wenn es Sterne regnet. Ich lese nochmal kurz, worum es eigentlich geht. Als Mary auf einem Trödelmarkt einen alten Sekretär erwirbt und darin ein Bündel Briefe findet, stürzt sie Hals über Kopf in eine Geschichte, die ihr Leben für immer verändert. Es sind Liebesbriefe aus den 20er Jahren, geschrieben von einem gewissen Adam an seine heimliche Angebetete Gracie. Die sehnsüchtigen Zeilen treffen Mary mitten ins Herz und sie beschließt, mehr über das ungleiche Paar und ihre verbotene Liebe herauszufinden. Dabei entdeckt Mary etwas, womit sie nie gerechnet hätte. Und als der Himmel plötzlich aufreißt und es mit einem Mal Sterne regnet, wird der Ausflug in die Vergangenheit zu einer Reise zu sich selbst. Klingt immer noch gut, deswegen ist es auch noch auf dem Sub. Naja, und wie gesagt, Harry Potter ist hier natürlich auch noch da, das wird auch nie ausziehen in dieser wunderschönen Ausgabe. Und dieser Band wird dieses Jahr auch noch gelesen, da freue ich mich drauf. Das war also die Rache des Sub August, tatsächlich mehr als ich gedacht habe, aber gut, so what. Ich glaube, September, Oktober, November, Dezember wird weniger. Aber auch da habe ich, glaube ich, unterwegs besonders Kindle-Bücher vermutlich geshoppt, Kindle-Deal, aber hoffentlich auch gelesen, ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren im nächsten Rache des Sub-Videos, ihr auch, und die schreibe ich mir jetzt auf. Ihr wisst, ich mache jetzt keine Challenge draus, dass die Bücher ausziehen, wenn ich sie jetzt nicht in den nächsten 3 Monaten lese oder so. Da will ich mich nicht selbst unter Druck setzen. Sie sind jetzt einfach nochmal wieder im Gedächtnis und ich versuche,
sowieso meinen Sub weiter zu reduzieren und dann schieben sich diese Rache des Sub-Büchers ein bisschen weiter vorne in die Lesewunschliste. Ja, schauen wir einfach mal. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich nicht erst die Rache des Sub, denn das dauert jetzt wieder einen Monat. Wir sehen uns bei einem der anderen Videos. Bis dann. Ciao.